Wir sind da, wir leisten und wir möchten auch, dass diese Leistung anerkannt wird von jenen, die am Geldtopf sitzen. Das sind die Manager und das sind die Verwalter, das sind die Intendanten und das ist der Subventionsgeber. Und das ist ein Dreieck. Geld, Macht, Kunst. Das hat es immer schon gegeben. Wir sollten das positiv gemeinsam verhandeln. Herzlich willkommen auf What's Opera Doc, dem YouTube-Kanal für professionelle Sängerinnen und Sänger. Wir sind in Monat Nummer 3 der Corona-Krise. Ob sie jetzt überstanden ist und ob jetzt alles schlechter oder besser wird, das steht nicht nur in den Sternen, sondern liegt auch in unserer Hand. Jetzt ist die Chance, etwas zu verändern und ich freue mich wirklich sehr, dass in den letzten Wochen sehr viele Menschen sehr aktiv geworden sind und ihr Schicksal in die Hand genommen haben, gekämpft haben für ihr Überleben, für ihr und unser Überleben. Heute möchte ich berichten über einige Neuigkeiten. In Österreich etwa haben sich Künstlerinnen und Künstler zusammengetan und haben eine Plattform und Interessensgemeinschaft gegründet namens Stimm-IG. Stimmig, schöner Name, finde ich. Sie haben jetzt zunächst einmal eine Umfrage gestartet, um überhaupt zu evaluieren, welcher Bedarf da überhaupt ist. Bitte nehmt unbedingt bei dieser Umfrage teil, kann man auch absolut anonym machen. Es geht an euch Sänger, aber auch an alle Mitglieder des szenischen Dienstes in Musiktheater und Konzert. Also das betrifft alle, die hauptberuflich in den Sparten Oper, Operette, Musical und Konzert tätig sind. Es geht an Gesangssolistinnen, Chorsängerinnen, Assistentinnen von Regie und Ausstattung, Inspizientinnen, Korrepetitorinnen sowie Soufflösen und Souffleure. Jedes Mal natürlich auch die männlichen Herrschaften sind herzlich eingeladen, da mitzumachen. Es geht darum, eine Interessensvertretung zu bilden, die ja, unsere Interessen vertritt bei Kulturpolitikerinnen, Behörden und Theaterleitern. Nehmt unbedingt teil, da geht es um die Evaluierung und damit auch wirklich langfristig was getan werden kann. Was gibt es noch zu berichten? Auf diesem Kanal wird die Katrin Wundsam das nächste Interview mit Frau Dr. Cooper führen. Es geht um Bühnenangst und alle möglichen psychologischen Probleme, die für Sängerinnen und Sänger, Musikerinnen und Musiker auftreten. Ihr könnt auch weiterhin noch Fragen stellen, die dann in diesem Interview von der Frau Doktor beantwortet werden. Eleonore Marguer, die uns im vorletzten Video so tolle Tipps gegeben hat, wertvolle Überlebenstipps jetzt in der Corona-Krise und ja auch ein ganz tolles Buch geschrieben hat. Sie wird ein Interview für uns führen mit einem Mitglied der Bühnengenossenschaft, der GdBA und um da noch weitere Fakten und hoffentlich auch Tipps herauszuholen, die für uns jetzt nützlich sein können. Was gibt es sonst noch zu berichten? In Österreich haben sich 3 Männer ganz besonders für uns Sänger eingesetzt. Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, Georg Niegel und der Anwalt Magister Georg Streit haben in zahlreichen Verhandlungen und Gesprächen mit den Big Playern der Institutionen und der Politik viele Gespräche geführt, um auf die Situation der Künstlerinnen und Künstler, insbesondere der Opernsängerinnen und Sänger natürlich, hinzuweisen, auch aufzuzeigen, dass es nicht nur ein akutes Corona-Problem gibt, sondern auch Missstände, die seit 10, 20, 30 Jahren angewachsen sind, die dazu geführt haben, dass der Sänger wirklich durch die Finger schaut. Das werden Sie uns dann sicher in einem der nächsten Videos selbst erzählen. Es waren sehr mühsame Kämpfe, das vorab.
Bitte gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Das hilft uns bei YouTube sichtbarer zu werden und für mehr Kolleginnen und Kollegen für uns nützlich zu sein und hilfreich. Wenn ihr selber Ideen habt, bitte hinterlasst unbedingt einen Kommentar. Was muss sich in Zukunft ändern? Was ist euer Input? Und nochmal der Hinweis, nehmt unbedingt an der Umfrage teil. Die ist ganz wichtig, um mal zu sehen, was der Bedarf ist. Sie ist unten verlinkt, selbstverständlich. Letzten Freitag hat es auch ein persönliches Treffen in Wien gegeben, eines von vielen. Anwesend waren neben Georg Nigl und Wolfgang Ablinger-Sperhacke sowie dem Anwalt Magister Georg Streit auch wieder Ulrike Kunert von der IG Freie Theater, Nicolas Hack und Mercedes Echerer von den als Vertreter der Schauspieler und Angelika Wild von Art Bad Fair Österreich. Und Mercedes Echerer hat für uns jetzt noch am Schluss eine starke Botschaft zu vermelden. Jede Krise zeigt die Vor- und Nachteile einer Gesellschaft, eines Systems in einer besonderen Dimension. Ein großer Vorteil ist, dass zum Beispiel heute sich die glorreichen Sieben, wie ich das jetzt mal nenne, treffe, aus der E, aus der U, aus der Klassik, aus der Pop, aus der verschiedensten Welten der darstellenden und ausübenden Künstler, ohne ein großes Backing, ohne demokratische Gewähltheiten, ohne Mandate, einfach sagen, wir müssen tun, wir finden uns zusammen und plötzlich sind es Tausende. Und das ist ein tolles Gefühl, dass eine Solidarität, die gelebt wird, auch tatsächlich auch sichtbar wird. Es geht um faire Strukturen und um eine faire Behandlung der Künstlerschaft in Österreich. Und das ist ein wesentliches Ziel, das uns eint, schon vor Corona, in Corona besonders fokussiert und weit über Corona hinaus tragen wird. Wir kämpfen dafür, dass unsere Bevölkerung, unser Publikum uns als das, was wir leisten, versteht, nicht nur sich darüber freut, das eine oder andere Mal oder konsumiert. Nein, ihr sollt bitte unsere Arbeit genießen können, wollen, dürfen, je nachdem, wie die Laune des Publikums ist, sich berühren zu lassen beim Herzen, beim Hirn, bei beides oder auch sagen, na, ich will halt mal Ruhe, ein gutes Buch lesen, whatever. Wir sind da, wir leisten und wir möchten auch, dass diese Leistung anerkannt wird von jenen, die am Geldtopf sitzen. Das sind die Manager und das sind die Verwalter, das sind die Intendanten, das ist der Subventionsgeber. Und das ist ein Dreieck. Geld, Macht, Kunst. Das hat es immer schon gegeben. Wir sollten das positiv gemeinsam verhandeln und diese Krise vielleicht nutzen, um zu erkennen, was uns Kunst und Kultur wert ist. Abonniert den Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst, müsst ihr noch das kleine Glöckchen klicken, dann seid ihr immer top informiert. Und ansonsten bleibt gesund und positiv und dann sehen wir uns bei einer der nächsten Folgen. Ich freue mich. Alles Liebe, alles Gute. Bis bald.